Nun geht es heute weiter mit der zweiten Rautenrunde. Die arbeiten wir wieder in der Grundfarbe und schlingen an einer Stelle an, an der sich der Endfaden nicht befindet. Und zwar steche ich hier in die dritte feste Masche ein. Hier befinden sich ja 1, 2, 3 feste Maschen. In die dritte steche ich ein und hole den Faden durch. Dann in die folgende einstechen und in die nächste mal über und unter dem Anfangsfaden den Faden holen und in die nächste. Nun habe ich 4 Schlingen auf der Nadel. Die 5. hole ich ebenfalls aus der folgenden festen Maschen. Nun habe ich wieder die 5 Schlingen, die ich auch in der ersten Rautenrunde hatte, und diese schlinge ich nun ab. Dann wieder die Maschen auffassen, wie bereits gewohnt. 1, 2, 3. Nun habe ich 4 Schlingen, die 5. hier aus der Kante und wieder abhäkeln. Dann für die dritte Hinreihe wieder die Maschen auffassen und die 5. Schlinge hier aus der ersten dieser 3 festen Maschen holen. Und dann die Maschen wieder abhäkeln. Nun sind die 3 Reihen beendet. Die zweite Rautenrunde ist also genauso wie die erste. Die Raute besteht also wieder aus 3 Reihen. Dann arbeite ich eine Luftmasche, und häkle das Ganze mit Kettmaschen wie auch in der ersten Rautenrunde ab. Die 4. Kettmasche häkle ich hier in die 3. feste Masche. Die mittlere feste Masche, also die hier, die bleibt unbehäkelt. Ich steche in die 3. ein und arbeite eine Kettmasche. Das ist nun wieder meine erste Masche. Und nun hole ich wieder meine 5 Schlingen auf die Nadel. Jetzt habe ich 4 und die 5. dann hier aus der Seite. Und dann wieder abhäkeln. Und dann wieder auffassen. Jetzt habe ich 2 Hin- und Rückreihen gearbeitet. Jetzt fasse ich die Maschen für die 3. Reihe auf. Eine Luftmasche und wieder abhäkeln. Und hier dann wieder die 4. Kettmasche in die 3. feste Masche arbeiten. So arbeitet ihr nun rundum und dann zeige ich euch wieder den Rundenschluss. So, ich bin nun bei der vorletzten Raute angelangt. Ich möchte euch jetzt noch das Einhäkeln dieses Endfadens von den Wulli-Streifen zeigen. Hier ende ich ja. Ich arbeite ganz normal meine 4. Kettmasche in diese 3. feste Masche.
und fasse nun die Maschen auf, einmal unter dem Faden durchgehen, einmal darüber, dann wieder darunter und dann wieder darüber. Dann die Maschen abhäkeln. Und beim Auffassen hier wieder den Faden mitfassen. Und noch einmal mitfassen. Und nun die letzte Raute ebenfalls abhäkeln. Eine Luftmasche arbeiten. Und 1, 2, 3 Kittmaschen und die vierte Kittmasche hier in die Einstichstelle der ersten Masche arbeiten, dann den Faden abschneiden und durchziehen. Nun kann ich hier diesen eingehäkelten Faden bereits abschneiden und den Anfangsfaden habe ich hier auch gleich mit eingehäkelt, sodass wir wieder nur den Endfaden der zweiten Rautenrunde und den Anschlagfaden haben. Nun kommt wieder eine Runde von diesen Wulli-Rautenstreifen und dann wiederholen wir das Ganze noch einmal. Also wir arbeiten dann nochmals genau die gleiche Raute und nochmals einen Wulli-Rautenstreifen. So habt ihr dann 3 Rautenrunden und 3 Streifen und danach geht es dann weiter mit Teil 4.